Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum heutigen Webinar des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder zum Thema, wie sollte es in diesen Tagen anders sein, zum Thema Auswirkungen von Covid-19 auf die Immobilienbranche. Mein Name ist Georg Edlauer. Als Referenten freue ich mich, begrüßen zu dürfen von der Anwaltskanzlei Dr. Bruckmüller in Linz, Herrn Dr. Georg Bruckmüller Grüß Gott. Hallo. und Herrn Rechtsanwalt Magister Karl Weilhartner. Grüß Grüß Gott. Gott. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Vielen Dank, meine Herren, dass Sie sich die Zeit nehmen und sich bereit erklärt haben, die für uns so wichtigen Themenbereiche und Themenkreise einer eingehenden Analyse zu unterziehen und für Fragen unserer Mitglieder zur Verfügung zu stehen. Wir werden den Vortrag in drei größere Themenblöcke zerlegen und gliedern. Insbesondere aber, und das vorweg, würde ich ganz gerne darstellen, was hat sich am letzten Wochenende getan. Es ist ja die aktuelle Änderung des vierten Covid-19-Gesetzes in Form des zweiten Covid-19-Justizbegleitgesetzes am Freitag im Nationalrat und am Samstag im Bundesrat beschlossen worden. Da gibt es ganz konkret vier Schwerpunkte, die uns aus wohnrechtlicher Sicht jetzt unmittelbar berühren. Das ist zum einen der Ausschluss von Kündigungen oder Räumungsklagen wegen krisenbedingter Mietzinsrückstände aus dem zweiten Quartal 2020 bis hin zum Juni 2022. Das ist kein Druckfehler, das ist wirklich der Juni 2022. Das zweite ist der Ausschluss von Zahlungsklagen wegen krisenbedingter Mietzinsrückstände aus dem zweiten Quartal 2020. Hier läuft die Frist bis 31. Dezember 2020. Der dritte Teil und ein lang herbeigesehnter und von uns sehr dringlich geforderter betrifft die Flexibilisierung des Befristungsrechts für Wohnungsmietverträge im Vollanwendungsbereich und im Teilanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes. Hier sollen natürlich mit Maßgabe der Unterschriftlichkeit beliebige Verlängerungen möglich sein bis längstens 31. Dezember 2020. Und zuletzt der vierte Teil dieses zweiten Covid-19-Justizbegleitgesetzes betrifft die Aufschiebung von Räumungsexekutionen. Wie gesagt, ich hätte gerne, dass wir diesen Themenbereich einleitend beleuchten und uns dann auf die drei großen Themen, die also aufgrund der Fragen von Ihnen, liebe Mitglieder, gebildet wurden, nämlich der erste Themenkreis, welche Auswirkungen hat Covid-19 konkret auf die Immobilienbranche und auf unsere drei Berufsgruppen, Makler, Verwalter, Bauträger. Der zweite Themenkreis ist, welche Auswirkungen hat Covid-19 auf Bestandverträge, also Mietverträge, Pachtverträge und so weiter. Und als dritten großen Themenkreis, wie gehen wir jetzt um mit Kaufverträgen, die gerade im Entstehen sind, die gerade im Abschlussstadium stehen? Oder wie verhält es sich mit Bauträgerverträgen, wenn Bauträger aufgrund externer Umstände, wie also diese Krise sich einen darstellt, in Verzug geraten und Wohnungen nicht rechtzeitig übergeben kann. Das wären also diese drei Themenbereiche, mit denen wir uns in den nächsten 50 Minuten beschäftigen wollen. Und ich darf, ich glaube, Herrn Dr. Bruckmüller ersuchen, uns kurz einen Überblick über die wesentlichen Bestimmungen dieses zweiten Covid-19-Justizbegleitgesetzes näher zu bringen. Bitte, Herr Doktor. Herzlichen Dank, Herr Magister Edlauer. Ja, noch einmal ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Wir haben ein ambitioniertes Ziel. Wir wollen innerhalb von 50 Minuten eine ganze Reihe von Neuerungen besprechen. Daher möchte ich mich gar nicht allzu lange aufhalten und gleich damit starten. Und zwar begonnen hat es letzte Woche mit einer Ankündigung der Justizministerin, die ein Schutzpaket für Wohnungsmieter angekündigt hat.
dieses ist, und zwar im sogenannten zweiten Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu Covid-19 in der Justiz, abgekürzt zweites Covid-19 Justizbegleitgesetz, verabschiedet worden. Und da gibt es zwei ganz wesentliche Dinge für bürgerliche Rechtssachen, insbesondere für Bestandssachen gibt es Neuerungen. Das erste ist einfach einmal eine Beschränkung der Räumung. Ja? Und zwar formuliert der Gesetzgeber das wie folgt: Wenn eine Mietzinszahlung zwischen dem 1.4. und dem 30.6., also das ist das zweite Quartal, fällig wird und der Mieter diese Mietzinszahlung nicht oder nicht vollständig erbringt, dann kann der Vermieter keine Kündigung nach 30 MAG oder auch keine vorzeitige Auflösung nach 1118 ABGB machen, wenn diese Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtung eine Folge der Covid-19-Pandemie ist und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Mieters dadurch erheblich beeinträchtigt wird. Was heißt das? Also der Gesetzgeber hat in den erläuternden Bemerkungen auf Fälle abgestellt, wie der Kellner, der Reiseleiter, der jetzt gekündigt worden ist, oder der selbstständige Physiotherapeut, der vom Berufsverbot derzeit umfasst ist, also wenn es Betriebsschließungen gibt etc. Für solche Fälle wird man anzunehmen haben, dass diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist oder erheblich beeinträchtigt ist. Ja. Wichtig ist aber, was Sie wissen sollten, dass diese Novelle hier sich ausschließlich auf Wohnungsmietverträge bezieht, und zwar ungeachtet dessen, ob diese Mietverträge jetzt dem MAG teilweise unterliegen oder in den Vollanwendungsbereich des MAG fallen, oder ob es Mietverträge sind, die nur dem ABGB unterliegen. Also wichtig ist, der Zweck der Wohnung, das ist eigentlich hier von dieser Situation erfasst. Der Gesetzgeber spricht weiters hier von der Mietzinszahlung. Ich habe mir im Vorhinein überlegt, ob er da eine Differenzierung macht zwischen dem bloßen Mietzins auf der einen Seite und den Betriebskosten. Und ich komme zum Ergebnis, dass er hier die Betriebskosten gleich behandeln möchte wie den Mietzins. Ja, also grundsätzlich spielt es hier keine Rolle für die Frage, was der Mieter nicht zahlt, ob er den Mietzins, den Hauptmietzins oder die Betriebskosten nicht zahlt, ist jetzt aus meiner Sicht hier nicht relevant. Das Zweite, was Sie zu beachten haben, was in den Medien ist manchmal davon die Rede gewesen, dass es zu einer Stundung kommt. Nein, bitte beachten Sie als Vermieter, dass für alle Zahlungsrückstände, die diesen Zeitraum zweites Quartal 2020 betreffen, eine Kündigung oder vorzeitige Auflösung nicht möglich ist. Also das heißt, Sie können, es ist wie ein Klagsverbot. Ja, es ist eigentlich nicht eine Stundung, sondern eine Klage, die Sie zum Beispiel einbringen würden auf einen Rückstand, müsste nach dieser Regelung zurückgewiesen werden, ja, weil es ist Ihnen die Klagsmöglichkeit entzogen worden. Ja. Und das Zweite, was Sie beachten dürfen, es betrifft nur die Räumungseinschränkung allein wegen eines solchen Zahlungsrückstandes. Es bleibt natürlich den Vermietern weiterhin offen, einen Zahlungsrückstand heranzuziehen, der beispielsweise aus dem
März dieses Jahres stammt und deswegen die Kündigung oder die vorzeitige Auflösung zu begehren. Dasselbe gilt auch für einen Rückstand aus dem September 2020, zumindest nach dem derzeitigen Gesetzesstand. Ja, also oder unleidiges Verhalten eines Mieters, auch in diesem zweiten Quartal gesetzt, berechtigt sehr wohl zur Einbringung einer Räumungsklage oder zur Aufkündigung des jeweiligen Bestandsverhältnisses. Wichtig ist auch, also praktisch diese temporäre Aussetzung der Klagbarkeit des Anspruches, sagt man, es ist also keine Verschiebung der Fälligkeit, das zeigt sie dann nachher auch noch. Das Besondere, und das hat der Herr Edlauer schon am Beginn gesagt, ist, dass der Vermieter für derartige Rückstände, sofern sie ausschließlich diesen Zeitraum betreffen, ja, erst ab 1. Juli 2022 wieder eine Räumung einbringen kann, ja, eine Räumungsklage einbringen kann. Das bedeutet, der Gesetzgeber geht davon aus, dass sich die Mieter in den nächsten 2 Jahren, sage ich jetzt einmal, von dieser finanziellen prekären Lage, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt, wieder erholen können und dann in der Lage sind, die entsprechende Nachzahlung vorzunehmen. Ja. Wichtig ist auch, dass Sie wissen, dass abweichende vertragliche Regelungen weder jetzt im Vorhinein noch im Nachhinein zulasten der Mieter getroffen werden können. Also das sind einseitig zwingende Regelungen, die die Eigentümer zu beachten haben. Das wäre im Wesentlichen alles zu der Frage, in Paragraphen 1 ist es geregelt, dieses zweiten Covid-19-Begleitgesetz, dass die Aufkündigungsmöglichkeit durch Räumungsklage oder durch Klage nach 1118 ABGB eingeschränkt ist, über so eine relativ lange Dauer. Ein bisschen anders ist es mit den Zahlungen, denn eine Mietzinszahlungsklage, also nicht eine Räumungsklage, für diesen Zeitraum könnten Sie ab 1.1.2021 einbringen. Also das heißt, bis Ende des Jahres können Mietzinszahlungen, die diesen Zeitraum zweites Quartal betreffen, nicht eingeklagt werden. Daneben hat sich der Gesetzgeber dann auch noch mit ein paar andere Dinge beschäftigt. Er hat eine Verschiebung der Fälligkeit bei Zahlungen vorgesehen. Aber was Sie schon wissen sollten auch ist, dass die Verzugszinsenregelung abgeändert worden ist. Denn für alle Zahlungen, die der Mieter zu leisten hat in dem Zeitraum Fälligkeit 1.4. bis 30.6., wird das gesetzliche Verzugszinsausmaß beschränkt auf 4% per anno. Ja? Also alle vertraglichen Regelungen, ja, die Sie in Mietverträgen haben, sind hiermit auch hinfällig, denn höchstens können Sie für diese restliche Zeit 4% Verzugszinsen geltend machen. Das Zweite, was Sie zu beachten haben, dass für die außergerichtliche Betreibung derartiger Forderungen, Klammer auf, wieder Fälligkeit zwischen 1.4. und 30.6., keine außergerichtlichen Betreibungs- und Einbringungskosten geltend machen können. Ja? Also das ist schon ein Eingriff auch in die bestehenden Verträge. Die muss man auf jeden Fall hier entscheidend berücksichtigen. Eine wesentliche Änderung betrifft auch die Frage, wie ist das jetzt, wenn ich, und das ist dann auch ein bisschen ein Thema dann beim Vortrag vom Kollegen Weilhartner, wo es um die Frage geht, wie ist das eigentlich, darf ich eine Wohnungsübergabe jetzt durchführen? Der Gesetzgeber hat offenbar die Situation erkannt, dass es jetzt in der
Covid-19-Krise nicht einfach ist, schon faktisch Wohnungsübergaben durchzuführen und hat daher für befristete Wohnungsmietverträge eine Regelung geschaffen, die wie folgt lautet. Und zwar, wenn nämlich das jeweilige Bestandsverhältnis betreffend einen Wohnungsmietvertrag zwischen dem 30. März dieses Jahres und dem 1.7.2020 enden würde, ja, dann können Vermieter und Mieter bis zum 31.12. dieses Jahres oder für auch eine kürzere Zeit eine Befristung vereinbaren, und zwar abweichend von der Regelung des Paragraph 29 MAG, den Sie ja kennen, denn dort ist ja auch vorgesehen, dass Sie für die Verlängerung eines Mietverhältnisses wieder den Ursprungsmindestzeitraum von 3 Jahren einzuhalten haben. Also das soll diese Flexibilität ergeben, also Mieter und Vermieter können sich hier auf eine kürzere Bestandsdauer einigen, wenn grundsätzlich der 29er MAG anwendbar wäre. Und last but not least zum Thema Mietzinsräumung ist im zweiten Hauptstück noch eine explizit neue Regelung vorgesehen, dass nämlich eine Aufschiebung der Räumungsexekution vorgesehen ist, und zwar auf Antrag des Verpflichteten, ohne dass dieser irgendeine Sicherheitsleistung zu erbringen hat, wenn, und das muss er halt dann in dem Antrag auch darlegen, durch durch den Wohnungsverlust ein dringendes Wohnungsbedürfnis abgedeckt werden soll. Also wenn der Verpflichtete nachweisen kann, dass er im Wesentlichen noch keine entsprechende Ersatzwohnung hat und daher die noch von ihm gemietete oder vielleicht jetzt von ihm genutzte Wohnung unentbehrlich ist, dann kann er diesen Antrag auf Aufschiebung der Räumungsexekution stellen. Ausnahme und Ausnahmen sind immer einschränkend anzuwenden. Sind jene Fälle, wo der Eigentümer der Wohnung, der Vermieter, darlegen kann, dass ihm selbst schwere persönliche oder wirtschaftliche Nachteile drohen. Und zwar sagt der Gesetzgeber in den erläuternden Bemerkungen 2 Fälle. Der eine Fall ist, wenn er selbst einen dringenden Eigenbedarf hat an dieser Wohnung. Und der zweite Fall, den er erwähnt, ist, wenn er beispielsweise schon einen abgeschlossenen Mietvertrag hat, also mit einem Nachmieter. Der Nachmieter hat einen rechtlichen Anspruch auf Übergabe des Bestandsobjektes. Da wird man auch sagen, dass eine Aufschiebung der Räumungsexekution nicht stattzugeben ist. Ja. Und die Räumungsexekution ist halt fortzusetzen über Antrag des Vermieters, wenn die Covid-19-Maßnahmen aufgehoben worden sind. Oder zweite Variante ist 6 Monate nach Bewilligung der Aufschiebung. Ja, das wären explizit Regelungen, die das Bestandsverhältnis, aber die Regelungen betreffend Mietzinsrückstände und Räumungsklage ausschließlich für die Wohnungsmieten betreffend. Ja, vielen Dank. Darf ich da gleich nachfragen? Und zwar, Sie haben gesagt, diese Klagbarkeit ist dann eingeschränkt oder nicht gegeben wegen krisenbedingter Mietzinsrückstände. Das heißt, es muss eine Auswirkung oder eine Folge dieser Corona-Krise sein. Wer hat das zu beweisen, ob das jetzt eine Folge ist dieser Krise? Also grundsätzlich wäre die Beweislast beim Mieter. Der Mieter müsste im Wesentlichen sagen, ja, ich konnte nicht zahlen, ja, weil ich eben gekündigt worden bin, etc. Also ich glaube auch, dass die Bestandrichter, also die Richter, die für die derartigen Verfahren zuständig sind,
da sehr verständnisvoll sein werden in der jetzigen Situation. Also ich glaube, dass man als Vermieter da jetzt nicht darauf vertrauen darf, dass man das leicht gewinnt. Also ich glaube, dass das eher schwierig ist. Sie kennen ja, und das bleibt ja aufrecht, dass ja der Mieter, das ist ja ungeachtet dieser Änderungen, der Mieter kann ja durch Bezahlung des Mietzinses bis zum Schluss der letzten Verhandlung das Räumungsbegehren abwenden, wenn sein Mietzinsrückstand nicht auf grobes Verschulden zurückzuführen ist. Also diese parallele Geschichte bleibt ja ohnehin aufrecht. Also wenn es solche Umstände gibt, aber wenn es so einen notorischen Nichtzahler gibt, der in Wahrheit schon in der Vergangenheit den Vermieter mehrfach, ich sage mal, Schwierigkeiten bereitet hat, dann wird man sich nicht jetzt auch noch auf diese Dinge da berufen können. Ich persönlich würde den Vermietern Folgendes raten: um ein schnelles Räumungsverfahren zu gewährleisten, würde ich vielleicht so einen Schnitt machen mit dem 31.03. und in einem solchen Verfahren einmal nur den Altrückstand geltend machen und mit dem die Räumung verbinden und die anderen Rückstände, die jetzt vielleicht einen anderen Zeitraum, nämlich dem ab 1.4. betreffen, die noch gar nicht geltend zu machen. Ja, also dazu zwingt sie nichts. Sie bringen die Räumung auch durch, wenn es einen anderen Rückstand gibt. Ja, ja, aber dann, im Zusammenhang damit, jetzt gibt es einen Mieter, der bezahlt ausschließlich die Mieten für April bis Juni 2020 nicht. Mhm. Ab Juli zahlt er wieder schön brav weiter. Ja. Es gibt sich doch in sehr vielen Mietverträgen die Bestimmungen oder die Bestimmung, dass einlangende Zahlungen ohne Rücksicht auf eine etwaige Widmung immer auf die älteste Schuld angerechnet werden. Das heißt, wenn er den Juli dann zahlt, nach der vertraglichen Vereinbarung, wäre das ja dann die Schuld für April. Das heißt, spätestens im September ist ja dieser Schutzgedanke dann nicht mehr gegeben. Also ich glaube, dass Sie da richtig liegen, denn ich sage mal, derartige zivilrechtliche Vereinbarungen werden ja nicht aufgehoben durch diese Situation. Ja. Sehr wohl, wenn ich das auf die älteste Schuld anrechne, wird es wohl dem Mieter nicht, sage ich mal, gelingen, sich die Rosinen herauszupicken und zu sagen, ja, mein Rückstand betrifft ja nur diese 3 Monate und den Rest, den zahle ich dann schon brav. Ja? Also das, glaube ich, funktioniert nicht. Und dann habe ich noch eine letzte Frage, die also auch aus unserem Kollegenkreis kommt. Sie haben gesagt, man kann also hier abweichend von § 29 MRG Wohnungsmietverträge jetzt auch auf weniger als 3 Jahre befristet verlängern, mit der Maßgabe, dass das Mietverhältnis spätestens am 31.12.2020 endet. Das heißt aber, dass für diese Verlängerungen von 7, 8 Monaten, aber auch das Prinzip der Schriftlichkeit, also das Prinzip der Unterschriftlichkeit gilt. Das heißt, es muss eine Urkunde vorliegen, die von beiden, vom Vermieter und vom Mieter, unterschrieben sind. Oder irre ich mich da? Da liegen Sie richtig. Der Gesetzgeber formuliert es ausdrücklich so: ein dem Mietrechtsgesetz unterliegender befristeter Wohnungsmietvertrag, der in dem Zeitraum zweites Quartal abläuft, vereinfacht gesagt, kann abweichend von § 29 MAG schriftlich bis zum Ablauf des 31. Dezember oder für einen kürzeren Zeitraum verlängert werden. Also das Wort schriftlich findet sich explizit im Gesetzeswortlaut. Vielleicht kann ich da jetzt noch einhaken oder einen Input geben. Normalerweise ist ja die Befristung, auch jetzt diese Ausnahme, haben wir das Gebot der Schriftlichkeit, das ist im § 29 MRG festgelegt. Und da sagt man, es muss eine Urkunde vorliegen, die von beiden Vertragsparteien eigenhändig und fertig ist, wobei natürlich ein korrespondierender Schriftverkehr, in dem man die Verlängerung erklärt, zulässig ist. Und zum § 29 MRG
weil eben diese Frage auch immer wieder gestellt wird, ja, reicht ein E-Mail-Verkehr aus? Da ist zum Paragraph 29 MRG ganz klar die Meinung, und auch so judiziert, E-Mail-Verkehr reicht nicht aus. Es gibt allerdings Meinungen, und das gerade in dieser jetzigen Situation, glaube ich, kann man diese Meinung wirklich auch verstärkt vertreten, dass man sagt, es reicht aus, dass man auf einem Blatt Papier eben die Befristungserklärung, die Verlängerungserklärung abgibt, dort dann eigenhändig unterfertigt, das einscannt und dann per PDF übermittelt. Hintergrund ist ja das Schriftlichkeitsgebot, das ist ja immer dieser Übereilungsschutz und Überrumpelungseffekt. Und wenn ich ein Blatt Papier wenn ich das eigenhändig dann unterfertige, dann ist dieser Übereilungsschutz gegeben. Ich unterfertige das eigenhändig, scanne es ein und schicke es dann an die andere Vertragspartei. Damit glaube ich, und das wird auch zum Paragraph 29 MRG sprechen, ist der Schriftlichkeit Genüge getan. Was aber sicher nicht ausreicht, ist der Austausch dieser Verlängerungsvereinbarung. Ja, also das ist ein Papier, wo oben steht, das Mietverhältnis über die Wohnung so und so am 30. April. Einvernehmlich wird nunmehr vereinbart, dieses Mietverhältnis bis einschließlich 30. November 2020 zu verlängern. Genau. Der Vermieter schickt es dem Mieter, der Mieter unterschreibt es, scannt es ein, schickt es dem Vermieter zurück, ja. Der unterschreibt es auch, scannt es ein, schickt es dem Mieter wieder zurück. Damit ist dieser Forderung der Unterschriftlichkeit Genüge getan. Genau, das wurde bis jetzt vertreten zum Paragraph 9, also zu der normalen Befristungsverlängerung, und ich glaube schon, dass das umso mehr in dieser jetzigen Situation gelten muss. Dass das ja, auskommt. Und da gibt es ja zum Beispiel zur Bürgschaft, die Bürgschaft ist ja schriftlich abzugeben, und auch im Arbeitsrecht gibt es oft Klauseln in Kollektivverträgen, wo auch Kündigungen schriftlich zu erfolgen haben. Da hat der OGH ebenfalls judiziert, dass eine eingescannte Unterschrift ausreicht. Ja? Also ich glaube, warum man da beim Mietrechtsgesetz eine andere Linie fahren sollte, würde mich äußerst überraschen. Ja, ja, vielen Dank, meine Herren, einstweilen für diese Darstellung der aktuellsten Entwicklung. Also keine zwei Tage alt. Kommen wir bitte zu dem ersten großen Themenkreis, Auswirkungen von Covid-19 auf die Immobilienbranche. Insbesondere folgende Fragen haben unsere Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, und ich danke bei der Gelegenheit allen, die also die Fragen im Vorfeld schriftlich an uns gerichtet haben. Das waren so die Fragen: Welche Tätigkeiten darf ein Immobilienmakler jetzt in dieser Zeit der Krise und der Restriktionen überhaupt machen? Worauf muss er dabei achten? Sind Objektbesichtigungen zulässig? Wenn ja, unter welchen Maßgaben oder Vorsichtsmaßnahmen? Kann man Objekte übergeben? Was muss ich als Makler, als Arbeitgeber beachten? Also das sind so diese Vielzahl an Fragen, die also unmittelbar mit unseren Immobilienberufen jetzt zusammenhängen. Gut, nähern wir uns dem Thema mal, was darf jetzt der Immobiliendienstleister, was darf der überhaupt noch alles machen, insbesondere im Hinblick auf den Makler. Und da ist einmal eines klar, dass verordnet wurde, dass eben das Betreten von Grundbereichen von Dienstleistungsunternehmen mal verboten ist. Das heißt, für den Makler, jetzt, wenn wir explizit auf den Makler eingehen, er darf natürlich seine Beratung seinem Geschäftslokal, in seiner Betriebsstätte einmal nicht durchführen. Das ist relativ klar, der Kundenbereich ist gesperrt, der Makler steht unter diese Bestimmung, der Makler ist Dienstleister, er hat also seinen Kundenbereich zu sperren und darf auch dort seine Beratungen, seine Dienstleistungen einmal nicht anbieten. Aber viel interessanter, glaube ich, und da kommen auch aus dieser Ecke kommen die meisten Fragen, was ist nun außerhalb der Betriebsstätte? Darf der Makler Objektbesichtigungen durchführen? Wie schaut es aus mit Wohnungsrückgaben?
wie schaut es aus mit der Übergabe von Wohnungen, wie hat sich der Makler zu verhalten und wie weit da gehen. Es gibt auch die Verordnung, also die 98. Verordnung hat das explizit festgelegt, dass das Betreten von öffentlichen Orten grundsätzlich verboten ist. Ausnahmen gibt es, wenn man sich dem ein bisschen nähert, öffentliche Orte dürfen zur Deckung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens betreten werden. Öffentliche Orte dürfen auch betreten werden, wenn das für berufliche Zwecke erfordert wird. Ganz wichtig bei diesen Ausnahmen ist aber immer, dass die entsprechenden Sicherheitsauflagen eingehalten werden, insbesondere die Abstand. Was heißt das für den Makler? Tendenziell oder es wird empfohlen, jeglichen Personenverkehr zu unterlassen. Und ich glaube auch, dass in der Praxis mittlerweile hier man mittlerweile hier sehr kreativ geworden ist und andere Möglichkeiten als den persönlichen Verkehrsausführungen gefunden hat. Das heißt, es wird ganz klar empfohlen, dass der Makler Objektbesichtigungen, wenn möglich virtuell durchführt, Objektbesichtigungen so durchführt, wenn er es durchführt, also wenn es wirklich dringend notwendig ist, dass es hier zu möglichst wenig Kontakt oder zu Kontakt nur unter Einhaltung der Abstandsbestimmungen kommt. Ich glaube, es gibt ganz viele Ansätze. Das heißt, der Makler darf natürlich telefonisch beraten, er darf natürlich, wie das auch schon in der Vergangenheit öfters der Fall war, Besichtigungen über Videosequenzen durchführen etc. Ganz konkret muss man sagen, Besichtigungen durch die Besichtigung der öffentlichen Orte betreten sind möglichst anzuhalten. Allerdings in dringenden Fällen und ich sage einmal, wenn jemand jetzt das Bedürfnis, also Wohnbedürfnis ein dringendes hat, in dringenden Fällen ist es dem Makler erlaubt, Besichtigungen durchzuführen. In allen anderen Fällen, die jetzt von der Dringlichkeit her nicht die höchste Priorität haben, wird dringend empfohlen, den persönlichen Kundenverkehr eben auch im Außendienst zu beschränken und hier auf Möglichkeiten zurückzugreifen, auf elektronische Medien etc. Was darf auf jeden Fall auch noch machen der Makler oder der Immobiliendienstleister? Da kann man sicher davon ausgehen, dass Wohnungsrückgaben zu vollziehen sind. Auch Übergaben von Wohnungen, die im Vorhinein vereinbart wurden, sind zu vollziehen, weil es hier ansonsten zu einer Fristverletzung oder zu einer Verzögerung etwa der Räumung kommen kann. Und das natürlich auch weitreichende Konsequenzen hat. Ich nehme vielleicht ein Thema heraus. Das ist die Rückgabe oder Rückstellung einer Wohnung. Ich glaube, der Gesetzgeber jetzt Erleichterungen durch diese neuerliche Befristungsmöglichkeit gegeben. Allerdings, sagen wir, Geschäftsraum soll zurückgestellt werden. Die Rückstellung ist für Mitte April vereinbart worden. Dann kann sich der Mieter nicht diese Rückstellung entziehen. Und wenn jetzt ein Immobiliendienstleister mit der Rückgabe der Wohnung oder Rückabwicklung der Wohnung beauftragt worden ist, dann wird man nicht drum herum kommen, das auch abzuwickeln, selbstverständlich unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften. Weil was hätte es für eine Folge, wenn die Wohnung oder das Geschäftsfall nicht zum Vereinbarten zurückgeht? Es hätte die Folge im Wesentlichen, dass der Mieter weiterhin seine Mieter zwar keine Mietzins mehr bezahlen, er muss aber ein Benutzungsentgelt, das in etwa der Höhe des Mietzinses zu berechnen ist. Was ja, wenn diese Rückgabe auf die ganze Virus, also die ganze Maßnahme mit dem Virus, wenn dadurch eine verzögerte Rückgabe
tatsächlich entsteht, was man sagen kann, der Mieter hat dann nicht zusätzlich noch einen Schadenersatz zu leisten. An und für sich mehr so, wenn er das mit dem Mietungsstand verspätet zurückstellt, dann ist er, hat er weiterhin ein Benutzungsentgelt zu bezahlen, und wenn ihm ein Verschulden an der verspäteten Rückstellung trifft, hat er auch noch einen Schadenersatz zu leisten. Also schadenersatzpflichtig wird er in dieser konkreten Situation vermutlich nicht, aber er hat das den Mietgegenstand zurückzugeben. Und daher auch der Immobiliendienstleister, der Rückgabeartikel, muss natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften diese Rückabwicklung oder diese Rückstellung des Mietgegenstands begleiten. Uns beschäftigen auch immer wieder ganz konkrete Fragen. Also sind Objektbesichtigung zulässig, vielleicht, dass ich nochmal zusammenfassen kann. Grundsätzlich sind sie zu vermeiden. Ja, sie sind zulässig, wenn es dringend notwendig ist. Und da würde ich, also hätten wir auch die Meinung, dass man sagt, wenn das einen dringenden Wohnbedürfnis, wenn eine Dringlichkeit besteht, dann unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsmaßnahmen wird man eine Objektbesichtigung durchführen. Das ist immer eine Interessenabwägung vorzunehmen, überwiegt das Interesse, dass man hier die Eindämmung des Viruses möglichst unterstützt. Ist dieses Interesse stärkt oder ist das Interesse an einem zur Deckung eines Grundbedürfnisses eines potenziellen Mieters höher? Wichtig auch, glaube ich, für den Makler, können Maklerverträge derzeit überhaupt abgeschlossen werden? Selbstverständlich können Maklerverträge derzeit abgeschlossen werden. Auch ein wichtiges Thema, können die Besichtigungen, bin ich da als Makler, habe ich da meine Aufklärungspflicht und Sorgfaltspflicht gefühlt, wenn ich die Besichtigung jetzt tatsächlich virtuell durchführe? Selbstverständlich erfülle ich hier auch meine Maklerpflichten. Ich empfehle nur, und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, wenn jetzt ein potenzieller Mieter oder ein potenzieller Käufer mit dem Makler einen Vertrag abschließt und sagt, er ist mit einer virtuellen Besichtigung einverstanden, was durchaus möglich sein kann, dann würde ich das explizit in den Maklervertrag aufnehmen, dass man sagt, der Auftraggeber ist mit einer virtuellen Besichtigung einverstanden, er wünscht keine persönliche oder keine Besichtigung unter physischer Anwesenheit, und dann ist das für in weiterer Folge für den Provisionsanspruch für den Makler kein Thema. Das heißt, Maklerverträge können abgeschlossen werden, man sollte nur darauf achten, dass man allenfalls den Auftraggeber darauf hinweist, es können derzeit nur sehr eingeschränkt oder gar keine persönlichen Besichtigungen stattfinden. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist völlig unerheblich, ob eine physische Besichtigung der Wohnung stattgefunden hat oder nur eine virtuelle, ja, oder womöglich eine Besichtigung nicht durch den Interessenten selbst, sondern durch einen Vertrauensmann von ihm. Das hat aber auf die Rücktrittsrechte des Mieters, des Käufers keine Auswirkung. Ganz richtig, ganz richtig. Also selbst wenn der potenzielle Käufer die Mieterschaft kauft, ohne sie vorher besichtigt zu haben, hat er dadurch nicht mehr Rücktrittsrechte, was den Kaufvertrag anlangt. Und die Rücktrittsrechte, was den Maklervertrag anlangt, bestehende Maklerverträge werden auch dadurch nicht berührt. Also das Erste, was man mal festhalten kann, wenn jemand eine Mieterschaft kauft und er gibt sich mit einer virtuellen Besichtigung zufrieden, hat er deswegen kein Rücktrittsrecht, und auch der Makler hat seine Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten erfüllt, wenn er darauf hinweist, es ist ja derzeit nicht möglich, eine persönliche Besichtigung durchzuführen. Natürlich kann es sein, dass der potenzielle Käufer sagt, nein, ich möchte natürlich das persönlich besichtigen, und dann muss man sich eben arrangieren, indem man sagt, entweder es findet eine Besichtigung, wenn es gewisse Dringlichkeit hat, unter Beisein des Maklers, aber unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften statt. Oder was man kann auch kreativ sein, der potenzielle Käufer besichtigt die Liegenschaft alleine. Der Makler
wartet vor der Tür sozusagen. Also man kann da sehr kreativ sein. Aber grundsätzlich braucht der Markt jetzt einmal nicht fürchten, nur weil er keine persönliche Besichtigung vorgenommen hat, dass er am Ende des Tages um seine Marktprovision fällt oder eben dass der potenzielle Käufer oder sein Auftraggeber eben einen Anspruch auf Minderung der Maklerprovision hat. Das heißt, auch Sie empfehlen, so wie auch der Fachverband, Übergaben, Übernahmen und insbesondere natürlich Besichtigungen wirklich auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu beschränken, da wo wirklich übergeordnete oder höhere Interessen betroffen sein können, wie drohende Obdachlosigkeit und so weiter, wenn der Mieter jetzt nicht am 1. Mai in diese Wohnung, die er angemietet hat, einziehen kann. Ganz richtig, genau das ist der Punkt. Also das ist auch unsere Empfehlung und alle anderen Geschäfte, Transaktionen sollte man eben dann wirklich mit den zur Verfügung stehenden Medien, elektronischen Besichtigungen etc. abwickeln. Hat jetzt der Arbeitgeber, der Makler als Arbeitgeber seiner Makler-Mitarbeiter irgendwelche besonderen Pflichten oder irgendwelche Besonderheiten beachten? Ich meine, ist schon klar, dass man versucht, dass man die Mitarbeiter aufklärt und anweist, eben den Abstand zu halten und so weiter. Aber gibt es darüber hinaus irgendwelche vielleicht auch arbeitsrechtlich bedeutsame Verpflichtungen? Ja, grundsätzlich ja. Es ist halt so, wir gehen einmal davon aus, dass Immobilienmaklerbüro nicht vom Betretungsverbot umfasst ist. Daher haben ja die Arbeitnehmer grundsätzlich eine Arbeitsverpflichtung. Ja. Diese Arbeitsverpflichtung könnte nur eingeschränkt sein durch eine Quarantäne beispielsweise, dann und zwar entweder Quarantäne, die behördlich verfügt worden ist über die betreffende Person an sich, weil sie eben erkrankt ist, oder es könnte eine regionale Quarantäne sein, wie wir es in Tirol erleben, wo beispielsweise ein Arbeitnehmer gar nicht mehr in die Arbeit der Nachbargemeinde kommen kann. Also die Fälle mal ausgeklammert. Aber ansonsten besteht grundsätzlich eine Arbeitsverpflichtung. Der Arbeitgeber hat aber in Zeiten wie diesen eine erhöhte Fürsorgepflicht. Das bedeutet, er muss den Arbeitsplatz so gestalten, dass es zu keiner Infektion kommen kann, zumindest nach dem Wissensstand, den man derzeit hat. Sprich, die Abstandsbestimmungen sind einzuhalten, es sind auch entsprechende Möglichkeiten für die Reinigung der Hände vorzusehen, etc., also die Hygienevorschriften, die man davon ausgeht. Wir haben letzte Woche, das darf ich dann nur sagen, eine Ankündigung vom Herrn Minister Anschober gehört und da warten wir noch auf eine Präzisierung. Das betrifft die sogenannten Risikogruppen. Wie Sie vielleicht vernommen haben, sollen künftig Arbeitnehmer in zwei Gruppen eingeteilt werden, nämlich die eine Gruppe, die den sogenannten Risikogruppen angehören, sprich ältere Arbeitnehmer, also über 65 wird es jetzt nicht mehr so viel geben, aber es geht um Personen, die erheblich eingeschränktes Immunsystem haben. Und da war zumindest der Äußerung vom Minister Anschober zu entnehmen, also Personen, die eine Krebserkrankung haben, die schon Voroperationen haben, die an schwerer Diabetes leiden. Aber da wissen wir leider noch gar nicht, wo das anfängt oder aufhört. Also hält man sich an dem, was der Bundesminister sagt, oder wird es eher Richtung WHO gehen, weil die Definitionen sie nicht decken. Und die zweite Frage ist, wer stellt das fest? Und soweit man der Ankündigung vom Minister Anschober folgen kann, wird es so sein, dass die Gesundheitskassen die Risikogruppen zu informieren haben, und zwar aufgrund der ihnen bekannten Medikationen. Sprich,
der sozialversicherte Arbeitnehmer kriegt eine Info und sagt, du hast bis jetzt ein paar Mal ein Asthma-Spray konsumiert, daher gehörst der Risikogruppe an. Und für die Arbeitgeber bedeutet das, Personen, die der Risikogruppe angehören, denen ist entweder ein Homeoffice-Platz zuzuweisen oder sie sind dienstfrei zu stellen und die haben dann die Möglichkeit, aufgrund der Dienstfreistellung beim Bund diese Ersatzkosten geltend zu machen für die nicht erbrachte Dienstleistung. Das würde insofern recht spannend werden, weil soweit das in den Medien kommuniziert worden ist, offenbar nicht ganz verpflichtend ist, sondern irgendwie nur so ein Hintertür offen bleiben soll für Arbeitgeber, die dann sagen, an dieser Empfehlung nicht Folge leisten, diese Leute freizustellen. Also das, da bin ich nur sehr gespannt, wohin da die Reise gehen wird. Ich nehme an, wir kriegen im Laufe dieser Woche da noch eine Präzisierung. Ja, das wird noch spannend werden. Ich darf in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit zum nächsten Themenkreis überleiten. Ein Thema, wo ja die wildesten Empfehlungen und Vermutungen und Mutmaßungen durch die Medien, insbesondere durch die elektronischen Medien, schwirren. Das ist die Frage, wie wirkt sich jetzt Covid-19 auf Bestandverträge, also auf Mietverträge, auf Pachtverträge aus? Insbesondere die Frage der Mietzinsminderung. Manchmal hat man den Eindruck, jeder Mieter hat jetzt einen Anspruch auf Mietzinsminderung und wenn man, also ich bin ja in meinem Brotberuf Hausverwalter, wenn man also so die Korrespondenzen anschaut, ein erheblicher Anteil der Korrespondenz der letzten Wochen betrifft eine Ankündigung, keinen Mietzins mehr zu bezahlen oder nur mal 10% zu bezahlen, weil man die Arbeit verloren hat und darum sich die Wohnung nicht mehr leisten kann oder weil man jetzt eine Einschränkung hat im gewerblichen Bereich, weil nicht mehr so viele Mandanten kommen oder ähnliches. Wie kann man das zusammenfassend analysieren? Also es geht im Wesentlichen darum, wir brauchen einmal im ersten Schritt einen außerordentlichen Zufall, dass wir den Zins mindern können oder auf null reduzieren können. Und dann stellt sich eben die Frage, also neben dem außerordentlichen, außerordentlichen Zufälle ist auch noch eine Unbrauchbarkeit des Mietgegenstandes gegeben sein. Entweder eine gänzliche Unbrauchbarkeit oder eine beschränkte oder nur eine beschränkte Brauchbarkeit. Mit Sicherheit kann man sagen, dass eben das vorliegende Virus ein außerordentlicher Zufall ist. Das Gesetz sieht vor, was ist ein außerordentlicher Zufall? Das sind Elementareignisse, die einen größeren Personenkreis massiv treffen und von Menschen aber nicht beherrschbar sind. Und das Gesetz hat dann explizit einige solcher außerordentliche Zufälle sogar angeführt, das unter vor Krieg und eben auch Seuchen. Und die wirklich herrschende Meinung ist derzeit, dass man sagen kann, ja, das vorliegende Virus ist unter dem Begriff der Seuche einzuordnen. Das bedeutet, wir haben einen außerordentlichen Zufall. Jetzt brauchen wir aber als nächsten Schritt, dass wir überhaupt in diese Thematik der Mietzinsminderung oder der Mietzinsbefreiung kommen, brauchen wir noch ein zweites Datenstandsmerkmal und das ist die Unbrauchbarkeit des Mietgegenstandes oder die beschränkte Brauchbarkeit des Mietgegenstandes. Das heißt, solange mein Mietgegenstand für mich brauchbar ist, nach dem vertraglich vereinbarten, habe ich einmal keinen Anspruch auf Mietzinsminderung und natürlich auch keinen Anspruch auf die Mietzinsbefreiung. Allerdings, wir haben ja die 96. Verordnung, die ich schon mal zitiert habe, da steht drin, das Begrenzungs- und Betriebsrechtliches Handeln von Dienstleistungsunternehmen ist untersagt. Das heißt, für den klassischen Handelsbetrieb, der rein oder für den Mieter oder den Unternehmer, der eine reine Fläche angemietet hat, die den Kundenverkehr dienen soll
und dessen Betrieb jetzt aufgrund der Verordnung geschlossen worden ist oder halt ein Vertretungsverbot für den Kunden, der besteht, ist eine Mietzinsminderung, steht natürlich einmal eine Mietzinsminderung im Raum. Man muss aber hier ganz klar Acht geben oder ganz klar darauf abstellen, inwieweit ist die Brauchbarkeit eingeschränkt. Ich nehme mal ein Beispiel her, wenn es um eine reine Verkaufsfläche geht und diese Verkaufsfläche von der betrieblichen Schließung, also vom Betretungsverbot umfasst ist, dann wird man dazu tendieren können, den Mietzins, weil dann liegt eine völlige Unbrauchbarkeit vor, dann wird man dazu tendieren können, den Mietzins in hohem Ausmaß mindern zu können. Allerdings, Achtung, es kann natürlich auch sein, dass ich dort etwas einlagere und dann kann man wiederum nicht davon ausgehen, dass das völlig unbrauchbar ist. Also hier ist eine Abwägung vorzunehmen. Hier muss man genau schauen, wie weit bin ich wirklich in meiner Brauchbarkeit eingeschränkt und so weit also kann man dann auch, so weit geht auch die Mietzinsminderung. Was immer wieder, also man kann damit davon ausgehen, dass jene Unternehmen, die eben eine Fläche angemietet haben, wo ausschließlich Kundenverkehr stattfinden soll und diese Betriebsstätte nun betreten, dass diese Unternehmen zumindest eine Mietzinsminderung geltend machen können. Wie weit die geht, muss man sich im Einzelfall anschauen. Wenn das zur gänzlichen Unbrauchbarkeit führt, dann ist eine Mietzinsbefreiung durchaus denkbar. Allerdings Achtung, man muss ja immer schauen, haben diese Maßnahmen wirklich zur gänzlichen Unbrauchbarkeit geführt? Das ist das eine. Und das andere ist, was auch immer wieder debattiert wird und auch in Diskussionen entstehen, wie schaut es jetzt aus für zum Beispiel Büros, die ja grundsätzlich in Büros findet kein Kundenverkehr statt. Die sind auch aufgrund der behördlichen Maßnahmen nicht geschlossen. Aber natürlich auch den Büromieter können sich durchaus Defizite ergeben, indem er einfach mittelbar durch die Ausgangsbeschränkungen Umsatzeinbußen hat. Aber da muss man wirklich sehr vorsichtig sein und da ist meine Meinung, dass man bei reinen Büroprojekten eine Mietzinsminderung nur ganz, ganz, ganz schwer argumentiert können, weil der reine Umsatzrückgang aufgrund von Maßnahmen, die jetzt das Virus betreffen, nicht zu einer Unbrauchbarkeit des Mietgegenstandes oder zu einer eingeschränkten Brauchbarkeit des Mietgegenstandes führen, sondern das würde man dann unter das allgemeine Lebensrisiko des Mieters stellen, wo er grundsätzlich das Risiko hat, dass eben sein Geschäftsbetrieb entsprechend bleibt. Das heißt, rein die Anordnung, das wurde ja oftmals verliert, oftmals auch argumentiert, für die Mietzinsminderung, rein die Anordnung, die Aufforderung zum Homeoffice oder rein die Maßnahme, dass man sagt, öffentliche Plätze sind jetzt nur mehr eingeschränkt, dürfen nur mehr eingeschränkt betreten werden und damit ein natürlich einhergehender Umsatzrückstand auch beim reinen Büromieter ist meines Erachtens, ist da eine Mietzinsminderung nur sehr, sehr schwer zu argumentieren. Also ist es zulässig, es zusammenzufassen? Sagen, ein Wohnungsmieter kann niemals eine Mietzinsminderung ableiten aus Covid-19. Ganz richtig. Also eine Wohnung, die wirtschaftlich schwer getroffen wird, dadurch, indem er beispielsweise seine Arbeit verliert. Da wird jetzt ohnehin durch die neuen Regelungen, die am Freitag beschlossen worden sind, abgesichert, ja? Weil er ja aufgrund der Covid-19-Krise wirtschaftlich vielleicht nicht mehr in der Lage sein wird, den Mieten. Ja, aber das ist de facto eine Stundung, es ist keine Mietzinsminderung. Das heißt, Wohnungsmieter nie. Geschäftsraummieter muss man differenzieren. Ein Geschäftsraummieter, der höchstens mittelbar betroffen ist von der Covid-19-Krise, weil beispielsweise ein Kundenkreis ausfällt oder weniger Kunden da sein hat,
wenn überhaupt, dann nur marginale Möglichkeiten auf eine Mietzinsminderung. Aber selbst jene dritte Gruppe der Geschäftslokale, die unmittelbar betroffen sind, wie zum Beispiel die Gastronomie, hat nicht automatisch einen hundertprozentigen Anspruch auf Mietzinsminderung, weil man ja trotzdem das Geschäftslokal noch nutzen kann. Und sei es nur, indem man es als Warenlager nutzt, indem man dort sein Büro eingerichtet hat, seinen Server dort stehen hat und in Wirklichkeit auch alternative Vertriebskanäle nutzen könnte, wie es ja auch seit vorige Woche wieder möglich ist, dass man zum Wirten geht und sich sein Essen abholt. Ganz richtig, ganz richtig. Also diese mittelbare Beeinträchtigung, da muss man mit der Mietzinsminderung, wenn dann nur marginal und meines Erachtens nur, wird hier diese mittelbare Beeinträchtigung nicht dazu führen, dass man eine Mietzinsminderung jetzt kriegt. Ich kriege jetzt ganz eine interessante Frage, gerade wieder aus dem Kollegenkreis herein. Wie kann ich als Vermieter eines Geschäftslokales alle Ansprüche, Gemeinwohl des Vermieters, in voller Höhe absichern und dennoch dem Mieter entgegenkommen? Das klingt so wie ein bisschen schwanger sein. Ja. Hier ist es so, also wenn man wirklich jetzt rein aufs Geschäftslokal abstellt, natürlich kann ich mit meinem Mieter, wenn ich dem entgegenkommen will und ja meines Erachtens keine Zinsminderung hätte, dann kann ich mir entgegenkommen, indem man zum Beispiel den Mietzins stundet. Und da stehen die allgemeinen Sicherungsmodelle zur Verfügung. Entweder man nimmt einen, es bürgt jemand für den Mietzins, oder es kann eine Bankgarantie hinterlegt werden. Und da würde ich einfach dann als Vermieter, wenn ich dem entgegenkommen will, entweder mit einer Stundung auf allgemeine Sicherungsinstrumente zurückgreifen. Und das ist natürlich möglich. Und mir fallen jetzt ad hoc mal zwei Beispiele ein, indem man zum Beispiel eine Bürgen hereinnimmt oder dass man sagt, der Mieter hat eine Bankgarantie zu hinterlegen. Also vielleicht da noch ergänzend was dazu. Wir empfehlen schon eines, entweder eine Mietzinsminderung zu vereinbaren oder eine Stundung. Ja? Denn eine Stundungsvereinbarung ist gleichzeitig die Anerkenntnis des Mietzinses der Höhe nach. Ja? Mhm. Also dieses Instrumentarium bekräftigt ja in Wahrheit eigentlich die Höhe des Mietzinses. Und Mietern raten wir im Wesentlichen eigentlich schon dazu, entweder da einen Konsens mit dem Vermieter zu erzielen und nicht einfach zwei Fehler werden da begangen in der Praxis. Der eine ist, naja, ich werde mich schon irgendwie einigen, aber man zahlt trotzdem weiter, ohne irgendeinen Vorbehalt bei der Überweisung des Mietzinses zu leisten. Dann kann ich dort auch im Wesentlichen von einer Anerkenntnis ausgehen und oft habe ich dann das Problem, dass ich die Miete nicht mehr zurückkriege. Ich habe dann auch das Problem unter Umständen, dass womöglich der Vermieter insolvent wird, dann sind meine Rückforderungsansprüche auch ungesichert. Oder die zweite Problematik, die sich hier stellt, ist, wenn der Mieter zu viel mindert, ja, dann kann natürlich der Vermieter eine Klage einbringen auf Räumung, ne, weil der andere ist im Verzug. Ja. Also diese zwei Fallkonstellationen, vorbehaltloses Bezahlen des Mietzinses einerseits oder eine zu weitreichende Mietzinsminderung, die sollte man beide verhindern. Ja, der alte Spruch heißt ja, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Ich empfehle auch meinen Klienten, versucht eine einvernehmliche Lösung. Das kann durchaus auch eine Mischform zwischen Stundung und Mietzinsminderung sein, mit dem Mieter zu vereinbaren. Wichtig ist ja vor allem auch, dass man schaut, dass der Mieter wirtschaftlich überleben kann. Weil eins muss uns auch klar sein, aus meiner Sicht, wir werden uns, wie lang immer auch diese Covid-19-Krise dauert, wir werden uns danach in einem schwer rezessiven wirtschaftlichen Umfeld wiederfinden. Und da ist man ein Mieter, der vielleicht nur 80% oder weniger des Gesamtmietzinses trägt, nur tausendmal lieber als ein leerstehendes Geschäftslokal in einem wirtschaftlich rezessiven Umfeld. Mhm.
uns läuft die Zeit davon, meine Herren. Es ist ja wirklich hochinteressant, Ihre Ausführungen. Die nächste Frage, die ich bekommen habe, gibt es auch für die Vermieter eine Förderung bei Mietzinsausfällen? Welche Nachweise sind dafür erforderlich, beziehungsweise welche Maßnahmen sollten getroffen werden? Also eine explizite Förderung für den betreffenden Mietzinsausfall gibt es derzeit nicht. Allerdings kann natürlich auch der Vermieter auf die bekannten Instrumentarien, Kreditstundung etc. Zurückgreifen. Aber eine explizite Förderung, dass man sagt, der Ausfall des Mietzinses wird jetzt gefördert oder da gibt es irgendwelche Zuschüsse etc., gibt es derzeit nicht. Wir haben nur den Härtefonds, ja, und den Notfallfonds, und da müsste man im Einzelfall prüfen, ob da die Anspruchsvoraussetzungen gegeben sind. Ja. Also wenn ich jetzt an den Härtefonds denke, durch seinen wesentlichen Umsatzeinbußen von 40% erforderlich, oder beispielsweise ist es erforderlich, dass der Unternehmer, das richtet sich wirklich nur an Unternehmer, gar nicht mehr in der Lage ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Also das ist jetzt nicht auf die gewerblichen Vermieter zugeschneidert. Da habe ich jetzt eine ganz interessante Frage. Ist eine Dienstwohnung auch von der Mietzinsminderung betroffen? Also eine Wohnung, die im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Dienstverhältnisses überlassen wurde? Also das wird man verneinen müssen, weil ja die Brauchbarkeit der Wohnung nicht eingeschränkt ist. Und wie ich vorhin ausgeführt habe, also für die Mietzinsminderung brauche ich ja unter anderem das Tatbestandsmerkmal, dass die Brauchbarkeit zumindest eingeschränkt ist, und das wird man bei Wohnungen generell nicht haben. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch ergänzend ein paar Sätze. Wie schaut es jetzt bei Pachtverträgen aus? Bei Pachtverträgen hat der Richter die Möglichkeit, eine Kürzung seines Pachtzinses vorzunehmen? Bei Pachtverträgen ist es schwieriger, und zwar aus einem Grund, weil das geht aus der Historie hervor, dass man gesagt hat, wenn Pachtverträge sind über lange Zeit abgeschlossen, und wenn der Pächter, das hat man eher aus dem landwirtschaftlichen Bereich, aber der Pächter, der ein Jahr lang einen nicht mehr die Früchte in dem Ausmaß ziehen kann, das wird sich irgendwann in einem nächsten Jahr wieder kompensieren. Und da ist eine Minderung nur dann möglich, wenn das Pachtverhältnis nicht über ein Jahr hinausgeht und wenn ein Umsatz oder ein Rückgang, ein wirtschaftlicher Rückgang von mehr als 50%. Vielen Dank. Darf ich überleiten zum dritten Punkt, zum dritten Themenschwerpunkt. Das betrifft Kaufverträge, aber auch Bauträgerverträge. Also was ist zum Beispiel, so wurde im Vorfeld gefragt, man hat als Makler jetzt eine Verkaufsverhandlung im Laufen. Der Mieter hat bereits ein verbindliches Kaufangebot abgegeben, und plötzlich tritt er zurück und sagt, na, das geht jetzt nicht mehr, weil ich bin in Kurzarbeit geschickt worden, oder ich habe noch schlimmer, ich habe meinen Arbeitsplatz überhaupt verloren. Ist da Covid-19 oder die Covid-19-Begleitgesetze dem Kaufinteressenten? Also da kann man Folgendes sagen. Grundsätzlich hatte der Gesetzgeber schon vor über 200 Jahren das Thema des Verzugs geregelt. Also das heißt, wenn ein entgeltlicher Vertrag von der einen Seite nicht mehr zur vereinbarten Zeitpunkt erbracht werden kann, Klammer auf, die Baufirma hat die Bauarbeiten eingestellt oder kann sie aufgrund der Einhaltung der, sage ich jetzt einmal, Social Distancing Regeln, ja, nur mehr stockend erfüllen, dann ist es so, dann wird der Vertragstermin objektiv jetzt einmal vielleicht nicht eingehalten werden können. Also wenn ich jetzt
einen Bauwerkvertrag habe, wo drinnen steht, bis am 30.06. muss die Baufirma fertig sein und sich das nicht ausgeht, dann wäre objektiv an sich einmal Verzug gegeben. Ja. Jetzt haben aber eines die Verzugsregeln, die bei uns im ABGB, im Paragraph 18 ABGB folgende geregelt sind, das gar nicht so bedacht, ja, solche außerordentliche Ereignisse wie diese Krise. Was man mal auf jeden Fall sagen kann, wird, wenn das jetzt in irgendeiner Form dieser Verzug nicht Corona-bedingt ist, ja, dann wird man in jedem Fall bei jeder Art von Vertrag, ja, einmal definitiv das Thema Schadenersatz vergessen können, als derjenige, der leider nicht fristgerecht eine Leistung bekommt. Ja. Also das Thema Schadenersatz in dem Zusammenhang geht nicht. Das am Freitag beschlossene Gesetz hat aber für Konventionalstrafenerneuerung geboten, die ich Ihnen heute noch gerne darlegen möchte, und zwar dann nämlich, wenn in einem Vertrag, und das, da denke ich stark wirklich an den Bauwerkvertrag, beispielsweise eine Konventionalstrafe festgelegt ist, ja, die verschuldensunabhängig gestaltet ist. Sie kennen das, in den meisten Verträgen kann man Konventionalstrafe vereinbaren, pro Verzugstag oder Verzugswoche oder Verzugsmonat wird ein Entgelt geschuldet. Und da haben wir zwei Varianten. Die eine Variante ist es, unabhängig vom Verschulden zu gestalten oder halt verschuldensabhängig. Klar, das erste habe ich schon gesagt, verschuldensabhängig kommt eh nicht hier in Betracht, daher würde gar keine Konventionalstrafe gegeben sein. Das Covid-19 zweites Justizbegleitgesetz trifft aber auch für jene Fälle, wo die Konventionalstrafe verschuldensunabhängig gestaltet ist, eine Regelung. Und da sagt man, und das wird nur weitreichende Bedeutung aus meiner Sicht haben, wenn eine solche unabhängige, verschuldensunabhängige Konventionalstrafe vereinbart worden ist, dann kann man in diesem Ausnahmefall auch keine Konventionalstrafe geltend machen, wenn das Corona-bedingt einen Verzug gibt. Das heißt, es mag sein, dass es vielleicht Verzugsfälle gibt, die so ein bisschen mischkulant sind, also die zum Teil Corona-bedingt sind und zum Teil nicht Corona-bedingt. Und da sagt der Gesetzgeber auch in den Materialien, dass man das halt ermitteln muss, und dann ist man anteilig befreit von der Konventionalstrafe. Aber grundsätzlich gibt die Krise jetzt kein Recht eines Vertragspartners, den Vertrag aufzulösen. Also es bleiben im Wesentlichen die allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen weiterhin aufrecht. Also ich habe bei einem Angebot eine gewisse Bindungswirkung, ja, wenn das Angebot verbindlich ist, und dasselbe gilt natürlich auch bei Kaufverträgen, so wenn die schon beide unterschrieben sind, dann bleibt es dabei, dass der Vertrag auch von beiden Seiten zu erfüllen ist. Ja, ja, vielen Dank. Wir haben zu diesem Themenkreis keine weiteren Fragen, aber eine Frage habe ich noch, die sehr speziell ist, und zwar, wenn ich das richtig interpretiere, geht es um eine vermietete Hotelpension in Wien, wo das Mietverhältnis dem MRG zur Gänze unterliegt, also vermutlich eine Vermietung vor dem 01.01.2002. Dieser Mieter stoppt den Hauptmietzins für die Zeit des Shutdown 3 Monate zur Gänze und danach 50%. Und das Gleiche auch für ein Restaurant. Wir haben das jetzt zwar eh schon von allen Seiten aus beleuchtet, aber inwieweit ist so etwas tatsächlich aus der Sicht des Mieters durchsetzbar? Das sind also wirklich Restaurant und Hotel, das sind also zwei Gewerbe, oder Geschäftsräumlichkeiten, die also wirklich unmittelbar betroffen sind. Wie kann man das sehen oder was sollte man hier
aus der Sicht des Vermieters oder auch des Maklers beachten? Also für die Zeit oder für den Zeitrahmen des Shutdowns, also des völligen Zusperrens, wird man von einer beschränkten Brauchbarkeit auf jeden Fall ausgehen. Wie weit das geht, müsste man sich im Einzelnen anschauen. Das kann man jetzt aus dieser kurzen Frage hier im Konkreten nicht beantworten. Eine gänzliche Befreiung vom Mietzins ist wirklich nur dann, wenn auch eine gänzliche Unbrauchbarkeit vorliegt. Und da haben wir vorher schon gesagt, beim Restaurant muss das nicht zwingend sein, weil natürlich auch man könnte das auch den Umsatz über den Lieferservice, also auch über den Lieferservice aufrechterhalten. Beim Hotel muss man sich auch explizit anschauen, gibt es die gänzliche ist die gänzliche Unbrauchbarkeit tatsächlich? Wenn wirklich ja, dann kann man zumindest für den Zeit des Shutdowns, also für den Zeit, also für die Zeit, solange die Maßnahmen gelten, kann man das prüfen und unter Umständen, aber dann müsste man sich dann genau anschauen, auch klären. Aber darüber hinaus, dann sind wir wieder bei der Mittelbahn, also alles, was nach den Maßnahmen ist, sind wir wieder bei den mittelbaren Umsatzeinbußen. Und da würde ich mit einer Mietzinsminderung sehr zurückhaltend vorgehen, weil wir gesagt haben, mittelbar, dass das ganze mittelbar natürlich auf jeden Einfluss hat und bei den allermeisten Umsatzrückgänge hervorrufen wird, das ist klar. Und da ist die Frage der Mietzinsminderung wirklich sehr zurückhaltend. Also wirklich, man muss ausgehen, wie weit ist die Brauchbarkeit eingeschränkt, und das heißt nicht zwingend, dass für jeden Mieter eben die Brauchbarkeit so weit eingeschränkt ist, dass er auf null reduzieren kann und schon gar nicht dann in weiterer Folge, wenn jetzt sich die Umsätze dann nicht so entwickeln, wie man das vor der Krise gewohnt war, dann sehr, sehr zurückhalten mit der Mietzinsminderung. Ja, die nächste Frage, die ich hier auf den Schirm bekomme, mutet fast ein bisschen radikal an. Der Mieter bezahlt aufgrund 1104, aber es gibt keine Miete mehr. Kann ich also die Seite angeben, die in kompletten Unbenutzbarkeit aussiedeln? Nein. Na, das wird. Also das geht. Also die Unbenutzbarkeit des Bestandsobjektes bewirkt einmal per se noch kein Erlöschen des Bestandsvertrages, und das würde eine gänzliche Zerstörung des Mietobjektes voraussetzen. Und aus der Tatsache der Nichtzahlung des Bestandszinses während eben der Gebrauchsvereitelung kann allein eben jetzt noch kein stillschweigender Verzicht des Bestandnehmers auf sein Bestandrecht gefolgert werden, und insofern kann ich ihn dann auch nicht aussiedeln oder räumen lassen. Also ja, und vor allem, es ändert sich ja nichts daran, dass man ihn aussiedelt und ihm offenbar Ersatzobjekt zur Verfügung stellt. Er hatte das Betretungsverbot für seine Art der Nutzung, ändert sich ja durch die Zurverfügungstellung eines Ersatzobjektes gar nicht. Ja? Aber der Bestandsvertrag bleibt ja auf jeden Fall aufrecht, ohne dass jetzt, wenn es zu keiner Auflösung kommt, ja. Ist übrigens auch kein Wicht, also sage ich jetzt mal, auch bei befristeten Bestandsverhältnissen jetzt auch kein Grund, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Ne? Es sei denn, der jeweilige Pachtvertrag sieht was anderes vor, aber ansonsten wäre das nicht ein Grund zur vorzeitigen Auflösung des Bestandsverhältnisses. Die nächste Frage betrifft einen Alleinvermittlungsauftrag. Verlängert sich ein Alleinvermittlungsauftrag, der natürlich auf eine bestimmte Zeit nur abgeschlossen werden kann, durch die Corona-Krise? Nein, also würde ich jetzt einmal verneinen, die Alleinvermittlungsaufträge, die ja befristet abgeschlossen sind, verlängern sich durch die Krise nicht. Man müsste dann einen neuen Alleinvermittlungsauftrag abschließen. Also meines Erachtens kann das nicht so weit gehen, dass sich der Alleinvermittlungsauftrag dann entsprechend verlängern. Vielleicht auch noch zum Alleinvermittlungsauftrag, eben ob sich der Alleinvermittlungsauftrag, ob ich als Auftraggeber Rücktrittsrecht in Alleinvermittlungsauftrag,
Frage ist, weil mich halt die Corona-Krise in irgendeiner Weise getroffen hat und ich jetzt doch keine Liegenschaft mehr suche, da würde ich sagen, ja, das kann durchaus ein wichtiger Grund sein zur Auflösung eines Alleinvermittlungsauftrages. Allerdings wird das in der Praxis kaum eine Rolle spielen, weil ich als Auftraggeber muss dem Makler ohne, also ich bin immer Herr des Geschäftes, das heißt, ich kann auch noch für sich bis zum letzten Abdrücker sagen, nein, ich erschließe den Kaufvertrag und dieses Geschäft, das mir der Makler vermittelt hat, nicht ab. Aber was ich als Auftraggeber des Maklers und was der Makler auch einfordern muss, ist natürlich, Makler und Auftraggeber haben einander die erforderlichen Informationen zu geben. Und das heißt, wenn der Auftraggeber, der mit dem Makler einen Alleinvermittlungsauftrag abgeschlossen hat, jetzt aufgrund oder der Corona-Krise, sei es auch immer, das gilt ganz allgemein, vorhat, doch keine Liegenschaft mehr zu erwerben, dann muss er das dem Makler, damit er nicht wirklich eine frustrierte Aufmerksamkeit macht. Noch eine spannende Frage. Eine Kollegin fragt, als Makler darf ich ja im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit zu den Liegenschaften hinfahren. Darf das ein Besichtiger auch, also ein Interessent für diese Liegenschaft? Oder darf der das rechtlich eigentlich gar nicht, weil es ja keine der vier Ausnahmen für die das Aufhältigsein außer Haus betrifft? Naja, also wenn ich... Ja, sonst, ja, wir können es eben zusammen machen, ja. Wenn es zum Beispiel irgendeinem dringenden Wohnbedürfnis dient, ja, dann wird man das Hinfahren zu dieser Liegenschaft rechtfertigen können. Ne? Also angenommen, ich habe schon einen Mietvertrag aufgekündigt und weiß, dass ich in 3 Monaten ausziehen muss, ja, dann wird man wahrscheinlich das als solche unbedingt notwendige Fahrt rechtfertigen können. So würde ich es eigentlich angehen. Aber ansonsten sage ich jetzt einmal, damit ich halt mich überlege, ob das mein Freizeitwohnsitz wird oder solche Dinge, da muss man wahrscheinlich schon etwas anderes sehen. Ja, ja, ja. Darf ich nur zurückkommen, Herr Dr. Dobmüller? Sie haben einleitend gesagt, eine Mietzinsminderung 1104 ABGB bezieht sich im Zweifel auf den Gesamtmietzins. Ich kenne jetzt nur ältere Judikatur zum 1104 und der meinte im Gegensatz zum 1117, 1118, dass sich das Ausmaß der Mietzinsminderung oder der Umfang der Mietzinsminderung nur auf den Hauptmietzins bezieht, nicht auf die Betriebskosten. Was ist jetzt oder wovon ist jetzt auszugehen bis zu einer Judikatur, die uns dann sagt in Zukunft, wie es wirklich ist? Naja, ich glaube, man muss 2 Dinge unterscheiden. Ich habe zuerst Folgendes gesagt, es ist die Aussetzung der Klagbarkeit betrifft den Mietzins. Ja? Und der Gesetzgeber hat jetzt das nicht genau differenziert, ob er damit auch die Betriebskosten meint. Und da bin ich der Auffassung, dass so wie es der Gesetzgeber geschrieben hat und wenn man die Intentionen kennt, Mietzins einschließlich Betriebskosten und öffentliche Aufwendungen zu einer fehlenden Klagbarkeit bis zum 30.06.2022 führt. Ja, das ist die eine Geschichte, die dürfen wir eben mit der Frage verwechseln, wie ist es mit der Mietzinsminderung? Und bei der Mietzinsminderung, die der Kollege Weilhartner diskutiert hat, ist es im Wesentlichen so, dass es eine Rechtsprechung gibt, die sagt, grundsätzlich folgt folgen die Betriebskosten dem Schicksal des Mietzinses. Also das heißt, dass wenn es eine Reduktion des Mietzinses gibt, ja, dann käme es auch zu einer anteiligen Reduzierung der Betriebskosten. Ja. Aber wie gesagt, wie das jetzt im Hinblick auf die Krise zu sehen sein wird, und wir fürchten schon eines auch, dass man, weil natürlich auch das Ausmaß der Mietzinsminderung wirklich ein Fragezeichen ist und immer von den Einzelfällen abhängig ist, dass da eine ganze Fülle an Klagen im Zusammenhang mit zu viel geltend gemachter Mietzinsminderung und genau dem Aspekt, den Sie jetzt da erwähnt haben, zu erwarten sind.
Da schließt sich gleich die nächste Frage an. Sind die Heizkosten gleichzusetzen mit den Betriebskosten? Aus meiner Sicht ja, aber... Ja, ich hätte es auch so gesehen. Ja. Sie werden genauso vorgeschrieben wie andere. Also das, darum bin ich mir auch nicht, ich hab das auch am Wochenende mir überlegt. Und ursprünglich hätte man gedacht, naja, die meinen eh noch den Mietzins, weil man will vielleicht ein bisschen einen Interessenausgleich haben zwischen Vermieter und Mieter. Aber also ich habe in den Gesetzesmaterialien zu dieser Differenzierung nichts gefunden. Grundsätzlich gehe ich schon davon aus, dass man einfach dann, wenn ein Rückstand ist mit Vorschreibungen, die der Vermieter dem Mieter macht, einfach die Räumungsklage nicht einbringen kann, ja, weil es eh nur 3 Monate da ist. Ne? Ja, ja. Mhm. Dann habe ich jetzt die nächste Frage, ist keine Frage, eine Bitte. Noch einmal zurück zur Zahlungsklage. Herr Dr. Bruckmüller hat gemeint, die sei ab 01.01.2020 bzw. 2021 möglich. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Bitte um Wiederholung. Okay, gerne. Die Zahlungsklage wegen Rückständen, die das zweite Quartal 2020 betreffen, also den April, den Mai und den Juni 2020, können erst ab 01.01.2021 eingebracht werden. Ja? Also das ist die Aussage. Ja? Anders als bei der Räumung, beim Räumungsbegehren. Das Räumungsbegehren ist ja erst mit 01.07.2022. Genau so ist es, ja. Fein, ich kriege gerade die Regieanweisung, dass wir zum Ende kommen sollen. Meine Herren, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für die profunde Darstellung dieser für uns alle ungewohnten und noch nicht durchdachten Fragenkreise. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, für die unendliche Vielzahl an Fragen, die Sie eingebracht haben. Ich danke für das große Interesse. Heute um 11 Uhr haben wir ja in der ZIP gehört, dass Geschäfte unter 400 Quadratmeter Verkaufsfläche nach Ostern wieder aufsperren dürfen. Es zeigt sich also ein leichter Lichtstreif am Horizont. Noch einmal, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Bruckmüller, Herr Magister Weilhardt, ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Ich wünsche uns allen, dass wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen und bleiben Sie gesund. Alles Gute.